Genau, hallo, heute waren wir wieder in Frankreich einkaufen und wir haben unsere berühmten Kisten wieder abholen können. Jetzt drehen wir die Kamera um. So, es sind vier Kisten da gewesen, die haben ja alle geschnappt. Es war kein anderer Interessent da. Es hat ganz viel Salat drinnen, dann hat es Rettich drinnen und Stangensellerie, Erdbeeren, daraus machen wir heute Marmelade, Äpfel hat es drinnen, Auberginen, mehr Salat, dann noch mehr Erdbeeren, Salate, Aubergine, Bananen und darunter die letzte Kiste. Erdbeeren, Salat, Radieschen und ich glaube auch Birne. Daraus machen wir uns halt einen tollen gemischten Salat. Und eben die Erdbeermarmelade und vielleicht eine Bananenmilch oder Bananeneis. Da schauen wir noch, was sich anbietet. Und das restliche Gemüse werden wir klein schneiden und einfrieren. Da jetzt haben wir noch die Radieschen. Die waren gestern bei der Tasche in Lidl auch drin. Und die sind ein bisschen geschmacksintensiver, kommt mir vor. Den Salat haben wir jetzt schon fertig. So, heute gibt es bei uns Lasagne. Da haben wir jetzt schon Rinderhack und Gemüse und Tomaten. Eine leckere Soße gekocht, Bechamel-Soße schon gemacht. Da hinten waren dort die selbstgemachten Teigblätter gemacht. Du musst Zeitung lesen, meine Tochter. Die Lasagne ist jetzt fertig und jetzt gehen wir auch schon essen. So, heute sind wir schon wieder in der Küche. Und zwar, weil man, wie man sieht, ziemlich viel Chaos gemacht haben übers Wochenende. Du auch. Und ich bin unschuldig. Sehr viel gegessen, sehr viel Marmelade gekocht. Gessen ja. Und ja. Lecker Sauerei hast du gemacht. Und jetzt, ja, was willst du heute geben? Natürlich helfen wir uns gegenseitig und starten wir mal. Oder? Ja. Du räumst auf in die Schatulle. Hätte ich gern. So. Das ist ja schön, wenn der einen Trick macht, muss er aufräumen können, gell? Ah ja? Dann musst immer du aufräumen. Das ist fies. So, das ist schon später läuft. Deswegen muss man. Nein, der läuft ja nicht. Warum läuft er nicht? Du hast vergessen einschalten. Super, er hätte laufen sollen. Er wollte nicht. Thank you.
So, schön langsam wird die Küche wieder sauber. Das ist schon viel verbessert. Die Fronten sind jetzt alle sauber. Jetzt machen wir dann neuen Boden, die Sachen verräumen. Jetzt sind wir fertig mit der Küche. War wieder immer ein bisschen ein Aufwand. Aber das haben wir wieder geschafft. Ja? Ja. Wir haben ja immer einen Abwasch gekümmert. Ja, immerhin. Du hast einen Rettungsweiß gemacht. Du hast sogar einen Sandwurm benutzt. Ja. Sandwurm deswegen. So. Es gibt so einen Film, der heißt Sandwurm. Und das Teil funktioniert gerade gleich. Wie ist es? Ja. Es geht nicht. Immer nur kurz vor der Dunkelheit, dass wir uns um den Garten kümmern, weil untertags sonst so viel los ist. Jetzt wollte ich mal zuerst meine angesetzten Dünger benutzen. Also wir haben wieder Brennnessel mit Wasser angesetzt. Wahrscheinlich der beste Dünger, da drinnen ist es. Sieht man es. Ich habe einfach in so eine fertige Regentonne reingemacht. Wieder rauskriegen. In meiner kleinen Gießkanne und da gehen wir jetzt mal gemeinsam ins Feld rein. Als erstes zu den Tomaten. Da sieht man, wie groß sie schon geworden sind. Sie sind auch riesig geworden. So, für uns ist es in letzter Zeit etwas stressiger als wie sonst. Wir haben irgendwie viel zu viele Projekte und viel zu wenig Zeit, das alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Auf jeden Fall arbeiten wir uns jetzt immer so durch gewisse Bereiche, also Wohnzimmer, Schlafzimmer ist bei uns ein Bereich, die Küche ist ein separater Bereich, Bad ist ein Bereich, oben Dachboden und die Kinderzimmer, unten und oben sind da ein weiterer Bereich. So weiß man dann ungefähr, was noch ansteht, was man schafft. Und Wäsche machen wir jetzt ab sofort immer so, also wenn es so viel regnet wie jetzt, waschen wir alles weg, trocknen es und dann sammeln wir die Wäschekörbe, bis es so 6-7 Stück sind und legen alles gemeinsam zusammen. Naja, so klappt es recht gut. Aber ja, man merkt schon, was man gemacht hat. So, jetzt fehlt nur noch das Gießen. Ja, und da hatten wir auch noch keine Zeit. Da der ganze Dschungel, der wird nur weggemacht. Vor allem, wenn jetzt bald die Pfirsichernte beginnt. Da müssen wir wieder rein und die ganzen Brombeeren werden wir alle absägen. Weil die sind sowieso nicht gut genug. Die haben keine normale Form. Die haben nur zwei solche Fruchtkörper anstatt, keine Ahnung, wie viel hat es normal, 20 Stück oder 12 Stück. So, da hat es noch unsere Regentonne. Immer gut gefüllt. Und gleichzeitig auch so eine Spieltonne für die Kinder. So, die Tomaten sind ja schon genug gegossen, der Garten sowieso. Man hört es vielleicht ein bisschen an meinen Schritten. Es hat sehr gut geregnet. Sehr viel geregnet, aber der Sturm hat uns Gott sei Dank ausgelassen. So. So. Jetzt muss ich noch einmal laufen und dann ist das mit dem Garten fertig. Susi, raus aus dem Feld! Susi, raus! Susi versucht die Katze zu jagen, das ist es. So, der Garten ist jetzt fertig. Jetzt kann man wieder einen Bereich abhaken, was sehr gut ist. Jetzt muss ich schon wieder rein. Jetzt wollen wir uns heute noch so ein tolles Eis machen, so wie jede Woche. So, am Samstag haben wir dann auch noch den Heizraum und die Garage aufgeräumt.
Dann bei den Kinderzimmern ein bisschen aussortiert, aber nicht zu viel. Jetzt drehe ich da mal um. Also wir haben jetzt so einen Großteil weggemacht. Also der Kinderwagen ist noch da, der Ersatzkinderwagen, der Wäscheständer, weil man viel aufgehängt hat, weil es geregnet hat. Dann haben wir da den Bereich gereinigt mit den Waschmaschinen. Das Futter steht jetzt ab sofort da, dass es nicht mehr geklaut wurde. Also dass es nicht mehr geklaut wird. Weil wir haben gemerkt, es wird immer leerer. Und jetzt, wenn es da im versperrten Raum ist, dann bleibt es immer gleich voll. Ein Wunder. Wird dann auch ein bisschen günstiger für unsere Zwecke. Dann waren wir vom waren wir noch einkaufen, aber wie man sieht, ist es jetzt schon wieder ein bisschen leer. Wir haben sehr viel verarbeitet wieder. Da sind noch ein paar Lebensmitteltonnen. Die werden wir dann noch voll machen, wenn wir nach Italien fahren. Der andere Wäscheständer steht auch noch da. Und die Wäsche haben wir so gut wie weggewaschen, glaube ich. Okay, da ist noch was drin. Das muss heute noch raus. Kommt aus dem Trockner. Dann müssen wir heute noch so, keine Ahnung, 5000 Socken sortieren und schauen, ob es da noch einen zweiten gibt. Und sonst müssen wir es wegschmeißen. Wir sind sehr am Aussortieren. Mein Mann hat dabei die Garage aufgeräumt und wieder was gebaut. Und ja, immer voll Action, gell, bei uns. So, also, das ist das Werk. Yay, jetzt wurde ich angetropft. Ja, ist schon besser geworden, ha? Man kann weiter reingehen. Ja. Okay. Gut, aber Material hat sich gefühlt nicht viel verändert, ha? Es ist einfach verteilt worden. Man hat sich nicht so Regal mehr. Ja. Mit den Tischen einfach drin. Ja. Da haben wir eben nur Dämmmaterial, die ganzen Werkzeugsachen, Maschinen. Türen. Ja, Türen. Da stimmt, hinten steht nur Tür. Nicht nur eine, drei. Drei Türen. Reifen, Gerümpel, Werkzeug. Ja. Weihnachtsdeko sogar noch ein bisschen, ganz viele Regale. Die kann man jetzt auch abschließen, gell? Klauen wird jetzt schwieriger. Ja. Wo wir ja froh sind, gell? Ja, ein bisschen den Boden aufspitzt, dass es überhaupt dazu geht, oder? Ja. Ja, es ist einfach wichtig bei uns, dass man bei uns immer alles zusperrt, weil sonst wird das bei uns geklaut. Irgendwie, keine Ahnung, wir haben da irgendwie so Glück, dass wir immer ein bisschen aufpassen müssen. Und da. Gut, wir haben natürlich jetzt nicht alles so schnell wegbekommen. Wir haben auch sehr viel vom Heizraum jetzt da gelagert. Das sind immer, also sind ein paar so, ja, Pflanzbehälter, die Sachen vom Urlaub, Schuhe, die ganzen Babysachen. Das werden wir dann einen Stock höher machen, dann aussortieren und schauen, was man braucht und was man eben nicht braucht. Container haben wir noch bestellt, Karton da gelagert. Der Schrank da hinten kommt noch wieder weg. Ja, weil es ist so feucht hier, aber man sieht schon total gut, der fällt schon auseinander von selber. Ich traue mich jetzt den aber nicht zu berühren. Eigentlich traue ich mich auch gar nicht da drin zu stehen, weil es ist alles feucht. Der Balken löst sich schon wieder. Im Prinzip muss man es, ja, abbauen. Die Garage fährt auf jeden Fall abgerissen, ja. Oh ja. Wenn wir sowieso vorne das Dach mit dem Oberboden wegmachen. Boah, das ist ganz feucht. Die Garage wird die anfährt, die Einfahrt ein bisschen breiter macht, dass man den Bus noch mal reinstellen kann. Ja. Bitte zieht gerade einmal die Garage wirklich baufällig ist. Ja. Ja. So, da das übliche Chaos, wo die Kinder immer wieder fahren. Aber es geht voran, ja? Schön langsam. Ja, schön langsam, ja. Ja. Da, das wurde nur draufgeschrieben, gell? Dass du weißt, wo der Platz ist. Dass du weißt, wo die Garage ist, ja. Ja. Kann man mal einen Vorplatz ein bisschen nach unten raten, ein bisschen zupfen. Ja, ah ja, da haben wir schon begonnen, gell? Ja. Mit dem Metallding, das geht relativ gut. Da wollte ich ja noch Bürsten aufsetzen für einen Freischneider. Das wird dann umbauen, aber gut. Ja. Mal schauen, was schneller geht dann. Ja. Wir müssen da eine Tischbande. So, dann haben wir wieder Altmöbel entsorgt. Also rausgemacht aus dem Zimmer. Da steht jetzt auch wieder was. Eigentlich was bald aufgeräumt, das untere. Jetzt steht da wieder Zeug drinnen. Das für die baldige Dämmung, für da oben drinnen. Spielsachen wollen wir wahrscheinlich wieder aussortieren. Ja, man hat einfach zu viele Sachen, wo man vielleicht nicht braucht oder so. So, dann war das wieder unser kleiner Wochenendvlog. Ein bisschen eingekürzt, weil wir wirklich diese Woche ziemlich viel erledigen mussten. Ja, dann haben wir vor unserem letzten Ausflug zum Grillplatz noch ein paar Kaulquappen mitgenommen. Die ist deshalb, damit die Kinder die Entwicklung vom Frosch genau beobachten können. Da sieht man schon, wie sie Beinchen bekommen. Ich glaube, das ist der einzige, oder?
selten sind sie noch. So, da bereite ich noch schnell am Abend mein Spiel vor. Eine Runde Uno. Oder da bist du am Karten sortieren? Ja. Ja? Und ich mach. So, die Amy macht das auch. Legespiel da. Nein, ich mach eine große Krabbe. Du machst eine große Krabbe? Mhm. Ja? Ja, so ist der Pack. So. Und du? Wo bist du jetzt gerade dran? Immer noch weiter bei meinem Buch dran. Ich schreibe immer noch weiter. So. Und der ist. Siehst du, macht ihr Buch. Und ja. Wie lange dauert es ungefähr, bis es. Veröffentlicht hat Buchzeitraum 1. August. Ja, das ist ja bald einmal. Ja, Ablaufdatum da. Ja, ja, klar. Und schon viel geschafft von deinem Buch? Ja, ja, wohl 54 Seiten. Okay. Ja. Du hast noch ein paar Seiten vor dir. Hab nur, ja. Definitiv. Ja. Das ist ja ein Buch, worauf ihr ja alle schon lange gewartet habt. Oder? Das war drauf, ja. Ja. So, dann lass ich dir mal weitermachen da. Und viel Spaß beim Schreiben. Dankeschön. Verdruck die nicht, gell? So, dann wünsche ich euch einen schönen Abend und ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.